Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Quick Tutorial. Wie installiere ich PurePDCraft für Feed the Beast Unleashed? Ja, ich werde jetzt neuerdings häufiger danach gefragt, wie man das Ganze installiert und ob ich das nicht alles freigeben könnte. Und hier meine Antwort darauf, wie ihr das ganz einfach selbst herunterladen könnt und selbst installieren könnt. Also ein kleines How-to-Do. Und eigentlich hatte ich das ja schon mal fürs Ultimate Pack gemacht und eigentlich ist es gar nicht mal so schwer und dementsprechend einfach hier das kleine Update, wie ihr das Ganze oder wie das Ganze dann mit Unleashed aussieht. Ja, wie oder was machen wir? Wir gehen als erstes auf die Seite purepdcraft.net. So, und wir laden uns als erstes den Patch herunter, weil anhand des Patches sehen wir dann, welche Standardversion wir uns runterladen müssen. Also ich öffne einmal die Seite vom Patch, das mache ich mit der mittleren Maustaste, damit ich ein neues Fenster kriege. Mit dem anderen, das andere Fenster öffne ich hier diese Pack-Seite. Aber wir gucken uns, laden uns ja erst den Patch herunter. Dementsprechend, wie komme ich zu der Seite, wo der Patch ist? Ganz einfach, hier einmal auf Modpacks drücken. Dann öffnet sich diese Seite. Und hier seht ihr, für verschiedene Modpacks gibt es ja, Patches. Und zwar einmal für Feed the Beast. Das sind die ganzen alten 1.47 Versionen wie Ultimate, Mindcracked etc. pp. Hier gibt es was für Feed the Beast Unleashed, Hexe, Tekkit Classic, Tekkit Light, Volts. Und ich glaube, das war's auch. Wir wollen aber ja für Feed the Beast Unleashed unseren Patch haben. Dementsprechend laden oder gehen wir hier auf das Forum-Thread. Nicht auf die Patch-Details, weil da stehen nicht alle Versionen drin. Hier auf das Forum-Thread. Klicke ich einmal drauf. Bin dann hier im Prinzip in dem Forum-Thread drin. Hier gibt es auch noch eine Warnung, dazu erzähle ich gleich noch irgendwas. Wenn wir etwas runterscrollen, sehen wir hier die Downloads. Und hier gibt es fast alle Versionen, bis auf das 16x16 gibt es für jede Version einen Patch. Ich benutze momentan die 64er-Variante bei Estmark. Hier haben verschiedene Leute daran gearbeitet, dementsprechend sind die einzelnen Packs auf verschiedenen Versionen. Und nicht immer ganz vollständig. Also die 64er ist eigentlich mit einer der vollständigsten, wenn nicht sogar die vollständigste. Bei den anderen kann ich es leider nicht sagen, weil ich sie nicht ausprobiert habe. Also diese funktioniert auf jeden Fall und ansonsten müsst ihr es einfach mal ein bisschen ausprobieren. Eine kleine Sache jetzt zu den Errors. Einige haben Probleme scheinbar mit dem Texture Pack und Optifine und dann stürzt scheinbar das Spiel ab. Habe ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, jedenfalls nicht mit diesem Texture Pack, beziehungsweise diesem Texture Pack Patch. Dementsprechend müsst ihr es ausprobieren, falls ihr Optifine drauf habt und falls es abstürzt, müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr lieber mit Optifine spielen oder wollt ihr lieber mit dem Texture Pack spielen und müsst dann eventuell Optifine ausschalten. Eine Lösung dazu wurde bis jetzt noch nicht gefunden, jedenfalls ist mir keine bekannt. Ansonsten müsst ihr das Forum ein bisschen noch hier durchsuchen. Hier kommen auf jeden Fall noch einige Threads etc. pp. Eventuell gibt es da ja schon eine Lösung, das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Gut, was jetzt noch fehlt, ist die Standardversion von Minecraft, beziehungsweise die Standard Texture Pack Version von Minecraft für Sphax, beziehungsweise von Sphax PurePDCraft. Deswegen sind wir gerade hier schon mal auf Pack gegangen. Hier scrollen wir etwas weiter runter, drücken einmal auf Download und kommen hier in den Download-Bereich. Das ist die Standardversion für die ganz normale Vanilla-Version von Minecraft. Hier gibt es die Version natürlich in 512, 256, also in allen verschiedenen Größen. Die einzige Version, die ihr euch nicht runterladen könnt, ist hier die 16x16, weil dafür gibt es ja leider keinen Patch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was habt ihr hier ausgewählt, also welche Größe. Wenn ihr das 64x64, so wie ich, ausgewählt habt, müsst ihr hier natürlich gucken, wo haben wir das PurePDCraft 64x64, das hätten wir zum Beispiel hier. Und dann müssen wir hier gucken, welche Version müssen wir runterladen. Dafür müsst ihr wissen, Feed the Beast Unleashed ist in der Version 1.5.2 aktuell. Und ja, Minecraft ist natürlich Vanilla Minecraft 1.6.4 bzw. 1.7.2, je nachdem, was ihr gerade dort spielt. Das sind natürlich hier die ältesten bzw. die neuesten Versionen. Und ihr müsst hier nach den älteren Versionen schauen. Und hier ist die 1.5.2, die Version, die wir benötigen. Die ladet ihr dann herunter oder dementsprechend, je nachdem, für das Texture Pack, was ihr euch dann ausgewählt habt, zum Beispiel 128, ladet ihr natürlich dann dieses hier herunter. Habt ihr beide Versionen heruntergeladen,
öffnet ihr diese beiden. Also einmal hier die normale Vanilla-Version und einmal hier die ja, Patch-Version. Das könnt ihr mit WinRAR, WinZip, 7-Zip etc. pp. Natürlich alles öffnen. Und dann habt ihr einmal hier diesen den Zip-Ordner vom Vanilla PurePD Craft und einmal hier die Patch-Zip-File. Was ihr macht, ihr markiert in der Patch-Zip-File alle Ordner, die dort drin sind, nehmt sie und zieht sie ganz einfach in den anderen Ordner hier sozusagen rein, lasst die Maustaste los und dann fängt er natürlich an, die Daten rüber zu schreiben. Dann müsst ihr das Ganze noch bestätigen und daraus entsteht sozusagen eine neue Zip-File. Die könnt ihr entweder extra abspeichern oder ihr lasst es einfach in der drin. Und wenn die sozusagen dann fertig gelaufen ist, ihr habt alles bestätigt, müsste in dieser sozusagen der Vanilla-Zip-File alle Ordner aus der Patch-File und natürlich alle Ordner aus der normalen Zip-File vorhanden sein. Jetzt der letzte Schritt ist im Prinzip nur noch, ihr geht in euren VCBs Texture Pack Ordner, also im Prinzip geht ihr unter AppData Roaming, bei mir ist es .vcbs Unleashed Minecraft Texture Packs. Ihr nehmt euch den neu erstellten Ordner, da wo jetzt alle Dateien drin liegen, und zieht ihn einfach hier in den Texture Packs Ordner rein. Bei mir liegt natürlich der schon hier drin, weil ich das Ganze ja schon gemacht habe für mich selber. Im Prinzip braucht ihr jetzt nur noch Minecraft VCBs Unleashed zu starten. Geht unter Options, geht unter Texture Packs und dort dürfte dann dieses Texture Pack Sfax PurePD Craft 64XMC15 auftauchen. Das klickt ihr an, dann dauert es so ein bisschen noch, dann lädt er noch ein paar Dateien hin und her und kurz danach dürfte es dann ja, geladen sein und ihr könnt damit spielen. Das wäre es eigentlich schon mit allem. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen oben da, dann sehe ich, dass es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in einem der anderen Videos wieder oder im Let's Play. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin erst einmal. Ciao!